Und über die Kandidatur von Ron DeSantis als Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner spreche ich jetzt mit Jiffer Bourguignon, die gemeinsam mit ihrem Mann Ingo Zamperoni Host des Podcasts Amerika, wir müssen reden ist. Guten Tag. Guten Tag. Politische Beobachter, die nennen DeSantis einen Trump, aber mit Hirn. Ja, ist das jetzt eine gute Nachricht oder muss einem das eher Angst machen, dass da vielleicht mehr Hirn im Spiel ist? Also erstmal, ich glaube, müssen wir sagen, dass Trump hat auch Gehirn. Man soll ihn nicht unterschätzen. Und ich glaube, das haben wir auch gesehen. Also, aber ich glaube, diese Gehirn-Comment, also kann man das auch sehen? Ron DeSantis hat bei Harvard Law School, war in der Militär in Irak, war schon in einem Repräsentantenhaus als Abgeordneter und ist jetzt Gouverneur von Florida. Er hat einen ziemlich guten Lebenslauf. Aber ich glaube, die Frage ist mehr so, ist er Trump-Light, wie manche sagen, oder Trump-Plus? Also Trump-Light, weil er versucht auch viel von Trumps Politik zu übernehmen. Also und das ist Trumps Unterstützer zu überzeugen, dass er ist auch irgendwas. Aber viele sagen, ja, wenn wir können Trump haben, warum würden wir dann irgendwas anderes? Also aber Trump Plus war, wie wir gesehen haben in den letzten paar Monaten in Florida, hat er ziemlich tief in diese Kulturkrieg. Mhm. Team reingesetzt und das könnte ein bisschen mehr als was Trump schon gemacht hat sein. Ja, er hat ja zum Beispiel dieses Don't Say Gay-Gesetz auf den Weg gebracht in Florida. Was für ein Hardliner ist er wirklich? Also wie wir gesehen haben, er hat in die letzte Zeit zum Beispiel ein Gesetz unterschrieben, wo das verboten ist, Abtreibung zu haben nach der 6. Schwangerschaftswoche. Es ist eine Zeit, wenn viele Frauen wissen noch nicht, dass sie schwanger sind. Also er hat es auch schwerer gemacht für Trans-Kinder, gesundheitliche also Sachen zu bekommen, also Betreuung zu bekommen. Er hat auch, wie Sie gesagt haben, die Don't Say Gay, er hat es verboten, also in die Schule über das Thema Homosexualität zu sprechen. Er hat in die letzte Zeit, wir haben gesehen, auch Bücher verboten in die Schule. Und es ist geworden in die letzte Woche, dass Eltern sind reingegangen und haben einfach gesagt, so also, das will ich nicht in die Schule für meine Kinder. Und haben dann erfolgreich Bücher rausgeholt, die haben zu tun mit zum Beispiel also einem Kind mit zwei Vätern oder andere Themen, die Eltern entscheiden einfach, also nicht gut sind für ihre eigenen Kinder. Wenn man jetzt seinem Bewerbungsvideo glaubt, dann ist die Situation in den USA ja katastrophal. Überall Kriminalität, das Land im Grunde kurz vor dem Untergang und schuld an allem ist Joe Biden. Wie nehmen Sie die Situation in den USA gerade wahr? Also auf jeden Fall gibt es viele verschiedene Probleme. Also er hat recht, insofern, dass die Situation an die südliche Grenze schwierig ist. Also es gibt auch mehr als 200 Schießerei allein in 2023. Es gibt Probleme auf jeden Fall, aber der Schuld zu geben an Biden ist auch Unrecht und nicht der Wahrheit. Also das ist eine typische Strategie für viele so Wahlkampagnen. Klar, die wollen sich als die Antwort zu den Problemen sein. Die wollen die Verantwortung geben an ihre Gegner und erzählen, warum die dann also das besser machen können. Das ist ganz typisch, aber auf jeden Fall also nicht richtig. Jetzt ist es ja immer einfach zu kritisieren, aber wie will Ron DeSantis das denn ändern? Wie will er die Situation in den USA verbessern? Also ganz genau wissen wir nicht. Also, wir haben gesehen, was er macht in Florida. Und das ist alles, was wir also nehmen kann, was er schon gemacht hat. Also viele Leute finden das gut. Statt Make America Great Again, wie Trump sagt, sagen manche jetzt Make America Florida. Also auf jeden Fall hat er, wie ich schon gesagt habe, diese Kulturkrieg-Themen, also große Themen gemacht bei ihm. Er hat auch wegen der Einwanderungspolitik eine politische Theater gemacht, als er 50 also Leute, die über die Grenze gekommen sind, nach Martha's Vineyard in Massachusetts geschickt mit einem Flugzeug und hat gesagt, ja, okay, ihr wollt die reinlassen, dann ist es dein Problem, weil wir sind überfordert. Also er versucht auf jeden Fall mit dieser Stunts, wie man die nennt, also Aufmerksamkeit zu bekommen.
wie er ganz genau als Präsident diese Situation machen würde, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall versucht er, ein Zeichen zu schicken, auch an potenzielle Wähler und auch an Trumps Basis. Also Aufmerksamkeit kann er schon mal, das ist wichtig in den USA. Aber mal angenommen, DeSantis wird tatsächlich der Bewerber, der Offizielle für die Republikaner. Wie bewerten Sie die Chancen gegen Joe Biden? Also wenn er die Nominierung kriegt, und das wird eine schwere, also auf Englisch sagt man uphill battle. Also im Moment, die Umfrage zeigen, dass Republikaner so 60% sagen, dass sie würden für Trump wählen in einen Vorwahlkampf. Also, und je mehr Leute, die einsteigen in der Kampf, die besser die Chancen, dass Trump die Nominierung kriegt. Also deswegen, diese Woche hat auch Tim Scott von South Carolina seinen Hut in die Ringe geworfen und Trump fand das super, wie er gesagt hat. Also es wird schwierig, aber ich glaube, wenn er das schafft, hat er in meiner Meinung ziemlich gute Chancen. Viele Republikaner wollen die wollen jemand wie Trump mit seiner Politik, aber die wollen Trump nicht. Vielleicht nach der 6. Januar, die Attacke an der Kapitol oder nach seinen zwei Impeachments oder andere einfach Sachen, also wie er twittert, was er sagt in der Öffentlichkeit. Das wollen die nicht mehr. Die wollen die Skandale nicht. So Leute wie mein Vater findet Ron DeSantis ganz gut. Er findet, dass seine Politik, also Steuersenkung zum Beispiel, ist ganz richtig. Er findet ihn stark in der Wirtschaftsteam. Also, aber auch, wer weiß, für Leute wie mein Vater zum Beispiel, er hat gesagt, er wünscht, dass DeSantis würde die Kulturkrieg-Themen einfach weglassen, weil er findet, das ist zu weit nach rechts. Und das ist einfach eine Art Aufmerksamkeit zu kriegen und er wünscht sich einen Kandidat, der würde wirklich auch die Themen konzentrieren und bleiben. Also man muss auch sagen, dass Ron DeSantis ist nur 44 Jahre alt, also halb so alt wie Biden, und wenn beide zusammen auf einer Bühne stehen, dann wird das auch ganz klar, dass DeSantis ist jünger, also fitter. Viele Leute, auch Demokraten, haben Angst ein bisschen wegen Bidens Gesundheit, wegen seiner Alter, fragen sich, ob er wirklich das nochmal 4 Jahre länger machen kann. Insofern, und viele Leute, dann Republikaner, haben Angst vor der Fall, dass er nicht weitermachen kann, dass seine Vizepräsidentin Kamala Harris übernehmen würde. Also insofern, ich glaube, wenn DeSantis die Nominierung kriegt, er könnte ziemlich gute Chancen haben gegen Biden. Sehr, sehr spannend. Schiffer Bourguignon, danke für diese Einblicke zu Ron DeSantis.